Hallo und herzlich willkommen zu Alles bewegt, Kanzler und Kallenbach reden über Mobilität. Mein Name ist Karina Kallenbach. Ich bin Bert Kanzler. Und wir begrüßen euch heute aus dem Futurium, dem Haus der Zukünfte in Berlin. Wir als Futurium haben eine neue Serie für euch konzipiert, die heißt Alles bewegt. Und wir gehen in dieser Serie der Frage nach, wie können wir in Zukunft Mobilität nachhaltiger und gerechter gestalten? Um diese Fragen zu diskutieren, haben wir uns für jede Folge einen Experten und eine Expertin eingeladen, um euch zukunftsinteressierten Menschen dort draußen all die wichtigen Fragen rund um die Thematik Zukünfte der Mobilität näher zu bringen. Bert, worum geht es denn in der ersten Folge heute? Ja, diesmal geht es um die Frage, wie können wir bis 2045 klimaneutral werden? Das ist ein hehres Ziel, dafür braucht es Techniken, dafür braucht es neue Konzepte, dafür braucht es Verhaltensänderungen. Wie tiefgreifend diese Frage ist und wie tiefgreifend die Veränderungen sein werden, haben zwei spektakuläre Urteile in den letzten Wochen gezeigt. Das eine in Deutschland vom Verfassungsgericht, dass die Bundesregierung angehalten hat, ihr Klimagesetz zu verschärfen. Und zwar deswegen, weil es nicht die Interessen zukünftiger Generationen berücksichtigt. Das heißt, die Klimaziele werden per Gericht verschärft. Und das betrifft einen Sektor besonders, und das ist den Verkehr. Und wir haben ein zweites spektakuläres Urteil erlebt. Der Energiekonzern Shell ist von einem internationalen Gericht verurteilt worden, bis 2030 45% seiner CO2-Emissionen, die er verursacht, zu reduzieren. Das heißt, auch jetzt werden die Unternehmen massiv in die Pflicht genommen. Und beides sind eben Beispiele dafür, wo wir wahnsinnig viel tun müssen. Und das ist der Verkehr, das ist die Mobilität. Da geht es nicht nur damit getan, neue Techniken wie Elektromotoren, Elektroantriebe einzusetzen, sondern da geht es auch darum, ganz neue Art der Bewegung, der Organisation von Verkehr zu etablieren. Und es geht vor allen Dingen auch darum, welche Verhaltensänderungen wie möglich sind und wie attraktiv werden können. Und das ist das, was wir auch heute besprechen wollen. Du hattest das Datum 2045 angesprochen. Das klingt jetzt ja erstmal noch mal ziemlich weit weg, aber wenn wir uns anschauen, wie wir in unserem Ressourcenverbrauch eigentlich ständig quasi in der Zukunft leben, weil wir ja Ressourcen verbrauchen, die uns im Hier und Jetzt eigentlich gar nicht mehr zur Verfügung stehen, fällt uns auch als eines der ersten Daten gleich der Earth Overshoot Day ein, der jetzt ja gleich in den nächsten Tagen ansteht. Und beim Earth Overshoot Day geht es ja genau darum, dass eigentlich zu diesem Datum, also jetzt Ende Juli, eigentlich unser Ressourcenverbrauch für dieses Jahr schon an sein Ende gekommen ist und alles, was wir nach diesem Datum verbrauchen, eigentlich auf Pump in die Zukunft passiert. Und wir haben uns heute Mathis Wackernagel zu Gast eingeladen, der genau dieses Konzept des Earth Overshoot Days mitentwickelt hat. Und tatsächlich hat er auch noch ein anderes Konzept auch gleich auch noch mitentwickelt. Das ist schon ein wenig älter, aber vielleicht den einen oder anderen von euch mehr bekannt, der ökologische Fußabdruck. Und ja, Mathis ist heute Direktor und Gründer des Global Footprint Network mit Sitz in Kalifornien, in Oakland. Und ja, er ist uns heute in dem Sinne von der anderen Ecke der Welt zugeschaltet. Mathis, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Herzlichen Dank, dass ihr mich dabei habt. Hol uns doch vielleicht an Bord erstmal, was hat es mit diesem ökologischen Fußabdruck auf sich und wie spielt das in deiner Arbeit eine Rolle? Die Idee ist eigentlich ganz einfach. Wir leben auf einem lebendigen Planeten, von denen gibt es nicht viele. Und die Lebenskraft, die der Planet hat, also die Regenerationsfähigkeit der Erde, das ist unser Einkommen. Alles, was wir tun, ob wir essen, ob wir uns bekleiden, wir atmen, alles hängt davon ab, wie stark die Lebenskraft des Planeten ist, wie viel kann er regenerieren. Daher könnten wir rechnen, wie viel Planet gibt es, es gibt einen Planeten, wie viel regeneriert er, und dann können wir das vergleichen mit allem unserem Konsum, den wir brauchen für unser Essen, für unsere Mobilität, um zu wohnen etc. Können wir alles zusammenzählen. Und da kommen wir zum Schluss mit UN-Daten. Wir brauchen 15.000 UN-Daten pro Jahr und pro Land. Dass heute wir schon 73% mehr brauchen, als was die Erde regenerieren kann. Das können wir dann umrechnen als ein Kalender, sagen, vom 1. Januar bis wann brauchen wir gleich viel, wie die Erde im ganzen Jahr erneuern kann. Und das ist der 29. Juli. Also vom 1. Januar bis zum 29. Juli hat die Menschheit schon gleich viel gebraucht, wie die Erde im ganzen Jahr erneuern kann. Wie ist das möglich? Am 30. Juli hat es wahrscheinlich immer noch Essen im Eisschrank. Wieso? Was bedeutet das? Wir können eben auch, wie bei Geld, wir können mehr ausgeben, als wir einnehmen. Und das heißt, das Vermögen nimmt ab. Also wir lassen eine ökologische Schuld.
Ja, das ist sehr viel Vergleich mit der Geldwirtschaft. Wir haben eine Bilanz, wir haben sowas wie einen Kontoauszug, der wird uns dann in Mitte des Jahres zugestellt und da sieht es mau aus, da können wir davon ausgehen, dass wir ins Minus kommen. Was willst du denn mit diesem Konzept bezwecken? Willst du, dass wir alle irgendwie sparsamer werden oder willst du, dass wir überlegen, wie wir die beste Schuldenstrategie fahren? Was ist das Ziel? Wir sind für alle. Wir wollen, dass alle gut leben können. Und wir glauben, dass die wesentlichste Pandemie der Welt ist, was wir auf Englisch Overshoot nennen. Und erstaunlicherweise gibt es nicht mal einen guten Namen in den verschiedenen Sprachen. Also es ist wie man zu einem Doktor geht, der Doktor hat nicht mal einen guten Namen für die Krankheit und geschweige denn eine gute Therapie. Die Overshoot bedeutet eben, das ist das Nadelöhr der Menschheit. Wenn wir mehr brauchen, als sich regeneriert, dann gibt es alle möglichen Symptome wie Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Wasserknappheit. Das führt alles zu Konflikten. Also Overshoot ist eigentlich so das zentrale Thema des 21. Jahrhunderts. Ich würde sagen, es ist das zweitgrößte Risiko, das die Welt hat. Das größte Risiko ist wegzuschauen. Und diese beiden Konzepte, an denen du jetzt ja so konkret mitgewirkt hast, einmal ja der World Overshoot Day, aber auch der Ecological Footprint, wie hängen die beiden miteinander zusammen? Oder würdest du sagen, eigentlich ist heute der World Overshoot Day viel wichtiger oder sollte viel mehr Beachtung finden als jetzt der individuelle Ecological Footprint? Oder wie stehen die beiden im Verhältnis zueinander für dich? Ja, also der ökologische Footprint ist ein Buchhaltungssystem, das einfach vergleicht, wie viel haben wir und wie viel brauchen wir. Um das umzurechnen, um das zugänglich zu machen, bilden wir das auf den Kalender ab. Das ist eigentlich eine Art, um das besser auszudrücken. Weil auch Primarschüler, die verstehen, vom 1. Januar bis zum 29. Juli haben wir mehr gebraucht, dass die Erde erneuern kann. Das sind keine komplizierten Konzepte. 29. Juli ist noch weit weg von Weihnachten. Und Weihnachten ist immer das Ende des Jahres. Also erklären wir nicht nur Overshoot, das zu wenig verstanden wird, sondern geben auch noch eine Quantität. Wo sind wir ungefähr? Und noch wesentlich ist nicht nur zu sagen, na, da sind wir, das ist mal eine Bestandesaufnahme, sondern auch, was bedeutet das für uns? Wenn wir erfolgreich bleiben wollen, als Land, als Stadt, als Unternehmen, Overshoot nicht zu erkennen und nicht darauf zu reagieren, ist eigentlich selbstzerstörend. Es geht nicht darum, die Welt zu retten, nicht als Einzelner kann ich die Welt retten, sondern es geht darum, das als Kontext zu erkennen und sagen, wenn das so ist, wie sollten wir investieren? Was wäre in meinem eigenen Interesse? Darum nennen wir das Move the Date. Wie können wir das Datum in die Zukunft verschieben? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und da gibt es sehr viel. Die Frage ist, wollen wir? Da klemmt es nicht. Viele sprechen, wir müssen. Kein Mensch muss müssen. Die Frage ist, was wollen wir? Wollen wir uns eine gute Zukunft bauen? Eine Stadt, die sich nicht auf die Zukunft vorbereitet, wird nicht vorbereitet sein. Das scheint offensichtlich, aber wir tun so, als wäre das nicht wahr. Und wir bereiten uns nicht vor auf eine Zukunft, die wir eigentlich sehr gut voraussehen können. Aber bevor wir dazu kommen, was wollen wir und wie kommen wir dann dahin, vielleicht nochmal die Frage, du sprichst von wir, aber gibt es nicht extreme Unterschiede? Gibt es nicht einige, die einen furchtbar großen Fußabdruck haben? Gibt es nicht dann auch eine ganze Menge Leute, die deswegen schon keinen kleinen Fußabdruck haben, weil sie sich einfach nicht viel leisten können, weil sie eben nicht viel unterwegs sein können, weil sie sich nicht viel kaufen können, weil sie keinen Swimmingpool im Garten haben und dergleichen? Verdeckt dieses Wir nicht diese in Menschen Unterschiede? Dadurch, dass wir eine Durchschnittszahl haben, verdeckt es nicht diese gigantischen Unterschiede zwischen Nord und Süd, aber auch innerhalb von Gesellschaften? Natürlich, wir sind ein gefährliches Wort. Was wir abbilden können, wir sagen, jedes Land, wenn wir das Land pro Land anschauen, können wir sagen, es ist ein Bauernhof. Wie groß ist ein Bauernhof im Vergleich zum Appetit der Bevölkerung? Wie ihr vielleicht hört von meinem Akzent, ich komme aus der Schweiz, der Schweizer Konsum ist 4,5-mal größer, als was die Schweizer Ökosysteme erneuern können. Und dann sollte er noch ein bisschen übrig bleiben für die wilden Tiere, die brauchen auch noch Kapazität. Da gibt es auch große Unterschiede. Aber am Schluss ist eben dann die Frage, wie können wir funktionieren? Also zum Beispiel Indien. Im Durchschnitt gibt es große Unterschiede. Also zwischen Bollywood-Star und jemand anders in Indien brauchen die im Durchschnitt nicht so viel. Aber die Tragik ist, die haben sogar noch weniger Biokapazität pro Kopf in Indien. Also das heißt, obwohl sie nicht so viel konsumieren, haben sie trotzdem ein Defizit. Das Defizit hat ökonomische Konsequenzen. Wenn wir nicht ressourcensicher sind in einer Welt, die immer mehr im Overshoot lebt, die immer mehr die ökologischen Assets
zerstört, sind wir selbst in einem Risiko. Das ist nicht nur schlecht für die Welt, das ist schlecht für uns selbst. Aber da noch mal ganz kurz eine Verständnisrückfrage zu diesem Prinzip Ecological Footprint. Gerade wenn man das jetzt für ein Land sieht, werden dann auch für jetzt das Beispiel, was du genommen hast, die Schweiz, auch mit eingerechnet, was die Schweiz denn in anderen Regionen der Welt sozusagen noch an Ressourcen mitverbraucht? Also wenn ich jetzt in Bern ein argentinisches Rindersteak esse, wird dann mit eingerechnet, was dieses Rind dort an Fläche und an Nahrungskapazitäten in Argentinien verbraucht hat? Oder geht es dann nur um die Schweine, die jetzt in Fribourg im Maststall stehen? Ja, also die Zahlen, die am bekanntesten sind, die schauen aus der Konsumperspektive, also das zählt alles ein, unabhängig von wo es produziert wird. Also wenn Volvo zum Beispiel wird in Schweden produziert, aber dann in der Schweiz gefahren wird, den Schweizern zugerechnet. Wir können auch den Produktionsfußabdruck anschauen, das heißt, wie viele Ressourcen braucht es, um das Bruttosozialprodukt zu produzieren. Und dann nehmen wir das Bruttosozialprodukt und wir kaufen unseren Konsum. Und das ist dann der Konsumfootprint. Also die Zahlen, die ich genannt habe, die waren auf Konsum bezogen. Also das argentinische Rind, das in Bern gegessen wird, das wird den Bären zugerechnet. Jetzt haben wir eine Menge gehört über den Footprint, über den Overshoot und über die Bilanzierung, die dahinter steckt. Kommen wir zu unserem Kernthema, zu unserem Motto sozusagen dieser Veranstaltungsreihe, nicht zu Mobilität und Verkehr. Und da gibt es ja zwei Phänomene, die eigentlich jede persönliche Bilanz immer sofort kaputt machen. Das eine ist der Flug. Ich kann das ganze Jahr über wunderbar mit dem Rad unterwegs sein, wenn ich dann einmal nach Thailand fliege, dann ist die ganze Bilanz im Eimer. Also erste Frage, wie gehen wir mit diesem Thema um, Fliegen als sozusagen als Massenphänomen? Das ist das eine. Und das zweite, wir haben mittlerweile Strukturen weltweit. Sie werden in Asien gerade aufgebaut, in den früh motorisierten, industrialisierten Ländern haben wir sie seit langem, nämlich autoabhängige Strukturen. Da kann ich jetzt als Einzelner gar nicht sagen, ich will jetzt da aussteigen, sondern alles um mich herum ist auf das Auto ausgerichtet. In Amerika ist das ja nun besonders stark. Das heißt, zwei Fragen an dich bezogen auf deine Konzepte. Wie gehen wir mit dem Phänomen Fliegen um? Und zweitens, wie kommen wir raus aus der Autoabhängigkeit? Ja, vielleicht nehme ich zuerst einen Schritt zurück. Wie sprechen wir über diese Problematiken? Wir versuchen zu unterscheiden zwischen dem noblen und dem notwendigen Narrativ. Also sehen wir das als Risiko für die Schweiz zum Beispiel, statt zu sagen, wer ist schuld und Finger zu zeigen. Ist es für die Schweiz ein Wettbewerbsproblem, 4,5-mal mehr zu brauchen, als was die Schweiz selber regenerieren kann? Können wir sagen, ja, vielleicht hat die Schweiz viel Geld, dann kann man das ihm zukaufen. Im Durchschnitt kann nicht jeder nett importieren. Und auch das Schweizer Einkommen im Vergleich zum Welteinkommen ist am Sinken, denn zum Beispiel in China wächst das Einkommen schneller. Also sehen wir das als ökonomisches Risiko, sollten wir unsere Ökonomien anpassen an die ökologischen Realitäten, wenn wir eine Zukunft wollen. Heute ist die offizielle Antwort, das heißt, spielt keine Rolle. Wir schauen die Wettbewerbsdiskussion an, zum Beispiel das World Economic Forum. Die messen die Wettbewerbsfähigkeit mit einem selbstgestrickten Indikator. Da spielen Ressourcen null Rolle. Und ich glaube, das ist völlig falsch. Das ist als naiv zu glauben, dass wir nicht von Ressourcen abhängen. Also daher gehe ich hier zum notwendigen Narrativ und sage, was braucht es für eine Stadt, für ein Land, für ein Unternehmen oder auch für mich selbst, um langfristig erfolgreich sein zu können. Wenn wir die Ressourcen da nicht einbeziehen, dann bauen wir uns da einen Riesenfehler. Geht denn dieses Narrativ für dich nur um Erfolg? Also, weil das ist ja dann eigentlich auch schon sehr wirtschaftlich wieder gedacht, in dem Sinne, wie können wir am meisten darauf profitieren? Also wenn dieses Narrativ von, warum sollen wir anknüpfend an Wert nicht weniger fliegen oder auf andere Mobilitäts- oder Verkehrsmittel umsteigen als das eigene private Auto, geht da allein das Narrativ, das ist erfolgreicher oder wie könnten wir die Geschichte auch anders erzählen? Also was bedeutet Erfolg? Also Erfolg bedeutet nicht unbedingt, das wird dann die Anhäufung von Geld. Aber ich denke schon, ein Land, das es ermöglicht, dass die Leute lang leben können zum Beispiel. Also es ist ein Indikator, das zeigt doch, dass Gesundheit da, die Leute haben genug zu essen. Also zum Beispiel eben die Langlebigkeit der Leute ist von mir aus gesehen ein Zeichen, dass da sozial etwas erreicht worden ist. Also wir wollen gut leben, wir alle, was ein gutes Leben ist, das können wir definieren. Wir müssen ein gutes Leben finden und
innerhalb des Budgets der Natur. Mhm. Ist das möglich? Mhm. Und ich glaube, das Erfolg ist nicht nur, wenn wir uns eine Stadt aufbauen, die so viele Ressourcen braucht, um das Leben der Bürger aufrechtzuerhalten, dann bauen wir uns in die Ecke, weil wir das nicht langfristig aufrechterhalten können. Da bedeutet dann Erfolg nicht nur hohes Einkommen, sondern dass die Stadt nicht mehr funktioniert, dass wir dann nicht genug Wasser, dass wir nicht genug Essen haben und so weiter. Also das wird dann, also fundamentale Lebensbedingungen werden da untergraben. Ja, das ist ja richtig. Nur wenn du jetzt, du sprichst von gutem Leben. Da gibt es eine Menge Leute, wenn du die fragst, was für sie gutes Leben bedeutet, dann sagen sie ein Haus im Grünen und eine Doppelgarage und einen Zweitwagen für meine Frau und mich. Was sagst du denn zu denen? Das Problem, in dem wir leben, ist, wir leben in einem sogenannten Schneeballsystem. Also Schneeballsystem bedeutet, wir nehmen von der Zukunft, um die Gegenwart zu bezahlen. Das ist, was wir heute tun, ökologisch gesehen. Wir zahlen für die Gegenwart mit dem Budget der Zukunft. Und damit machen wir uns schwächer. Also physikalisch bauen wir uns nicht ein Land auf, eine funktionierende Stadt, die so weiter bestehen kann. Also wir bauen Risiken in unser System. Und bedeutet das individuell, das ist ein bisschen, wie man mit dem Budget umgeht. Und sagen, wenn wir mehr als unser Budget brauchen, geht das eine gewisse Zeit, dann können wir Feste feiern und was auch immer. Aber dann plötzlich sind wir bankrott. Also was sind die Risiken, die verbunden sind mit einer Infrastruktur, die physikalisch nicht konsistent ist mit der Welt? Jetzt gerade in jüngerer Zeit haben wir ja mit Covid-Situation gesehen, dass da auch in der Art, wie wir leben, wie wir konsumieren, wie wir mobil sind, wie wir wirtschaften, auch quasi Systemrisiken eingebaut werden, die jetzt ganz konkrete gesundheitliche Risiken auch beinhalten. Und wir haben ja da ja auch gesehen gleichzeitig, wie mit sehr konkreten staatlichen Maßnahmen sehr kurzfristig tiefgehende Verhaltensänderungen möglich sind oder implementiert werden können. Aber ist ja genau die Frage, wollen wir eigentlich dahin, wollen wir in diese Welt der Verbote und jemand, der top-down sagt, nee, so, das geht nicht. Oder eben gibt es eher die Bottom-up-Perspektive, dass Leute sagen, ja, so wie du meinst, unsere Vorstellung vom guten Leben, so möchten wir leben und so wirken wir proaktiv daran mit oder in unseren kleinen Communities oder auf welcher Ebene auch immer, dass wir diese Situation, diese Risiken minimieren. Und hast du da Beispiele aus deinem Arbeitsalltag oder vielleicht aus deinem eigenen Lebensumfeld, wo du sagst, ja, das sind schöne, zukunftsmutmachende Initiativen, wo es eben nicht darum geht, wir lassen den Karren vor die Wand fahren und dann muss, weil die Katastrophe da ist, umrangiert werden, sondern nee, wir gucken langfristig, dass wir es gar nicht zu so einer Großkatastrophe kommen lassen. Ja, also ein wesentliches Problem ist schon, dass wir kein gutes kollektives Problemverständnis haben. Ist Overshoot ein wesentliches Problem oder nicht? Müssen wir uns darauf vorbereiten oder nicht? Und wie das dann auch erzählt wird, also in unserer Stadt, in Oakland, wo ich jetzt wohne, haben wir auch einen Klimaoffizier und alles Mögliche. Die Frage ist ein bisschen, wie nett kann Oakland sein für die Welt? Und da wollen wir ein bisschen nett sein, aber doch nicht ganz so nett. Wir fragen uns nicht, wieso macht Oakland kaputt? Wieso investieren wir in Dinge, die uns langfristig gesehen eigentlich Blei am Fuß sind und uns das Leben schwieriger machen werden. Also als Investitionsstrategie oder zu denken. Eigentlich, wenn wir wetten wollen, also eine Investition ist eine Wette mit der Zukunft, je besser wir die Welt verstehen, je besser machen wir die Wetten und je besser werden diese Investitionen uns eigentlich auch helfen, in der Zukunft gut zu leben. Aber es gibt natürlich auch gute Beispiele, also was mich besonders gefreut hat, Oakland war auch eines der ersten Städte, die mit Covid gemerkt haben, auch der Verkehr hat abgenommen. Wir brauchen mehr Distanz voneinander, wenn wir spazieren, dass wir nicht zu nah in Kontakt kommen. Die Leute sollen draußen sein. Wieso schließen wir nicht Straßen? Zum Beispiel, oder? Also während Covid, dann wurden in Oakland Straßen geschlossen. Und das hat viele Leute auch begeistert. Es ist dann ruhiger geworden. Die Kinder konnten draußen spielen. Es war einfacher mit dem Fahrrad sich zu bewegen, etc. Also es war so ein Moment, der genutzt worden war und gesagt, wow, das könnte eigentlich auch enorme Vorteile haben. Also mehr Fläche,
den Fahrrädern und den Leuten zur Verfügung zu stellen. Das macht die Stadt auch ruhiger. Das erhöht dann sogar den Real Estate Value, der geht auch hoch, weil es in den Häusern netter ist zu wohnen. Also diese Krisen zu nutzen, um neue Perspektiven zu ermöglichen, das haben wir auf der ganzen Welt gesehen. Das gibt es auch und das ist zu loben. Ganz, ganz vielen Dank, Mathis. War wunderbar, dass du heute mit dabei warst und diesen tollen Auftakt zu dieser Mobilitätsreihe mit uns gemacht hast. Herzlichen Dank. Viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Bert, was nimmst du aus dem Gespräch heute mit? Ja, ich nehme zwei Punkte mit. Das eine ist, ich nehme mit von Mathis Wackernagel diese Idee, mit begrenzten Ressourcen, mit begrenzten Biokapazitäten, wie er sagt, zu leben, als Erfolg zu definieren und zu empfinden. Das ist etwas, was sozusagen zukunftsfähig macht, was ein Erfolg ist und das auch entsprechend zu kommunizieren. Also das ist für mich das Erste, was ich wirklich interessant finde, wo es sich auch lohnt, darüber weiter nachzudenken und zu überlegen, wie man das macht. Das Zweite ist insbesondere, was wir jetzt im Zuge der Covid-Pandemie erlebt haben, dass eben ganz schnell Dinge passieren können. Also was er aus Oakland berichtet hat, dass Straßen dort gesperrt wurden für den Autoverkehr und dann für andere Verkehrsmittel oder zum Spielen geöffnet waren. Das haben wir ja hier in Berlin beispielsweise und in anderen Städten auch erlebt. Dass ganz schnell was gehen kann, wenn es sein muss, wenn der politische Wille da ist. Und dass das eben nicht an einem Ort passiert ist, sondern dass es an vielen Orten passiert ist. Und das ist ermutigend, dass Dinge sich schnell ändern können, wenn dann der entsprechende Druck und die politische Unterstützung und die Einsicht auch, dass das ganz schnell dann auch Fortschritte bringt und Vorteile bringt, dass das funktioniert. Das habe ich auch mitgenommen. Ja. Ich fand vor allem den Aspekt noch interessant, wie unterschiedlich dann eben Erfolg auch besetzt sein kann. Also so war meine Elisabeth, war ja erstmal, meinte damit jetzt halt irgendwie eine wirtschaftliche Perspektive. Aber er hat ja auch gleich dann gesagt, nee, es sind ja auch Aspekte von gesunder Umwelt, Aspekte von Lebensqualität in Städten. Und bis hin zum Konzept ja das gute Leben. Also dass man diese Frage von was sind die Erfolgsindikatoren, an denen man so eine Verhaltensänderung eigentlich dann misst, dass die ganz, ganz, ganz unterschiedlich sein können. Und dass eigentlich genau die Anforderung daran liegt, all diese unterschiedlichen Kleinerfolge zusammenzudenken, die ja ganz individuell anders ausgeprägt sein können. Aber wenn die sich zusammen ergänzen und in eine ähnliche Richtung steuern, dann ist es ja am Ende vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob jetzt der Erfolg für die eine Person ist, dass der Wert des Grundstückes gestiegen ist und für die andere Person, dass sie halt einen schöneren Fahrradweg hat. Wenn es am Ende sozusagen in die gleiche Richtung geht und ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen davon profitieren, aber am Ende wirklich alle gemeinsam davon profitieren. Also das war so mein Takeaway für heute, Erfolg wirklich breit denken. Ja, ich hoffe, das ist uns gelungen und es hat ein bisschen Spaß gemacht, auch zuzuhören. Das war die erste Folge unserer Serie. Wir werden weitermachen die nächste Zeit und wir werden in der nächsten Folge mit jemandem, der sich da sehr gut auskennt, darüber reden, wie denn die Verkehrswende gelingen kann. Die Verkehrswende ist in aller Munde, aber was sie tatsächlich heißt und wie sie tatsächlich umgesetzt wird, das ist eine zweite Frage. Und das werden wir ausführlich in der nächsten Folge behandeln. Wir freuen uns drauf und wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann. Bis dahin. Bleibt bewegt, bleibt mobil.